Hallo und herzlich willkommen zurück auf der Ellerbach hier im Realismusprojekt der Senioren. Realismus eben so weit wir können und wollen. Heute Abend dabei Mike, Sebastian, Willi, Nico und Christian. Hallo. Servus. Hi. So, und ich glaube, der Sebastian wird gleich noch synken. Ist gerade noch nicht da. Wollte nur so mal auf die Karte Hallo sagen. Ja, ich hab eine Challenge accepted. Du hast eine Challenge accepted? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hab's im heute Discord Maul auf zu sehr wieder aufgerissen. Oh. Da haben sie Fotos von ihren Höfen gezeigt und sagen wir, ja, hier ein bisschen, da schön ist anders und so weiter. Und dann irgendwann Andreas, ja. Dann bau du mal. Und ich sagte, okay, wenn der deine 2020 raus hast, dann können wir drüber reden. Und jetzt muss ich einen Hof bauen. Jetzt musst du einen Hof bauen, ich glaube. Ja, ja. Ja. Jetzt, also da sind ja, tun sich ja Welten auf, ne? Abgründe. Ja. Das ist ja verrückt, Sebastian. Und jetzt muss ich hier wegen Deko-Elemente suchen und platzieren. Geil. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich habe jetzt mal mein Herrenhaus gesetzt. Ja. Und jetzt sag ich mir, ich tüttel seit 2 Stunden an Dekomaterialien rum. Mauern und Blumenkästen und. Ja, wer hätte das gedacht? Und mir wird immer, ne, wird immer direkt der Shishi vorgeworfen. Und weil es pervers ist, es macht Spaß. Aha. So, da werde ich dich dran erinnern, mein Freund. Dir ist klar, dass das jetzt Futter für mich ist, ne? Und wir müssen die Arbeit hier machen. Oh. Ja, der arme Willi ist schon wieder alleine am Hof, weißt du? Aber Willi ist kein Problem. Den Drescher nehme ich dir, können wir dir gleich abnehmen. Sag nur Bescheid. Bitte ich so aufs Konto schauen. Wow. Jetzt sieht man ein bisschen. Ja. Mal gut, dass ich heute Mittag das Gras gemäht habe. Oh Mann, der Unimog ist wirklich ein bisschen kritisch. Ich habe heute auch mal mein Versuchslabor angeschmissen und habe mal meine gesamte Wild West inklusive aller Mods auf eine RAM-Disk geschmissen. Ja, liebe Leute, ich mach den Willi mal leiser. Das ist. Jedes Mal, wenn ich mit Willi Tutorials aufmache, hat er sein Headset auf. Und dann, wenn wir hier Ellerbach spielen, ist das wieder zurück und ich habe vergessen, Willi wieder leiser zu drehen. So. Sag nochmal was, Willi, bitte. 2, 3. Ja. Ja, danke. Besser. Viel besser. So, was hast du heute gemacht? Ich habe mir mal eine RAM-Disk eingerichtet auf meinem Rechner und habe mal alle meinen ganzen Mod-Ordner von der Wild West in eine RAM-Disk geschmissen. Also eine RAM-Disk habe ich auch drauf, aber einen Mod-Ordner, so viel Gigabyte habe ich dann vom Arbeitsspeicher dann doch nicht frei. Du, macht auch nichts, weil ohne RAM-Disk 4 Minuten und 12 Sekunden, mit RAM-Disk 4 Minuten und 12 Sekunden. Okay. Also Mod-Ladezeiten liegt es also offensichtlich nicht. Ne, jedenfalls nicht an den externen. Der lädt ja immer noch aus seinem Installationsverzeichnis danach. Wenn, dann müsste man wahrscheinlich den LS mal in einer RAM installieren. Ja. Und dann brauchst du ja wirklich ganz schön viel Platz. Wie viel RAM hast du denn da drin? 64 oder was? 32 oder 64. Ich wollte gar nicht. Also man merkt, manche Leute haben definitiv zu viel Zeit. Ach ja. Ist ja, bei Willi ist das ja auch Job. 32. Ja, 32 habe ich bei mir auch drin, aber wie gesagt, so viel Platz frei schaufeln dafür. Ich habe die viele temporäre Dateien, die viel geschrieben werden, die habe ich da reingepackt. Übrigens auch Browser-Cache-Dateien, weil das schon krass ist, was das ausmacht.
Oh Mann. Du, Christian? Ja. Können wir vielleicht doch das Ding tauschen oder hier rückwärts mit dem Unimog in das Ding reinfahren? Ist aus der Innenansicht quasi nicht handelbar. Klar, kein Problem. Ich muss das irgendwie jetzt mal einmal schätzen. Falsch geschätzt. Ansonsten würden das deine Zuschauer dir auch bestimmt wohl verzeihen, wenn du es einmal aus der Außenansicht machst. Ja, das stimmt. Vielleicht werden sie es mir verzeihen, vielleicht werden sie mich aber auch steinigen. Da werden die 10k Abos dran scheitern. Ach, das war's. Da ist der Kanal gestorben. Er ist in seinem Realismusprojekt ist er aus der Außenansicht nach hinten gefahren. So, wenn ich wieder hochkomme, können wir vielleicht trotzdem einmal tauschen. Bei dem, oder musst du da rückwärts fahren? Ja. Aber ich habe da Platz. Okay. Ja, oder ich nehme, muss den hier einmal runter konfigurieren, diese Aufbau. Na komm, lass uns eben tauschen. Ich hab schon abgehängt. Okay. Hervorragend. Ich habe auch Licht angemacht hier. Na klasse, jetzt steigt der Preis für Grassilage sogar noch. Ist doch nicht schlimm. Also nicht jetzt 2-3 Euro hinterher weinen. Na. Das lohnt sich nicht. Aber was die letzte Tage war, der war ja unterirdisch, der Preis. Ja, das stimmt. Aber der steigt ohne dass es grünes Haken dran ist, gell? Ja. Adolym. Weil der merkt, dass Dieter nicht drauf ist. Das reicht nicht. Aha. Merci. Ja, danke auch. Ach ja, der Fan ist auch schön. Und Mike, die Zuschauer interessiert bestimmt, wie dein Hof gelaufen ist. Nachdem du Dieters Hof runtergeflogen bist. In hohem Bogen, achtkantig. Nee, alles gut soweit. Und alles nur, weil du einen Strohballen geklaut hast. Und er hat's gemerkt. Ja, das ist, ja, stimmt. Das Strohballen klauen war nicht das Problem, ne? Dass er das gemerkt hat, war so ein Ding. Genau. Nee, alles gut. Hof ist eingerichtet, Hof läuft, die Felder sind sauber bearbeitet. Ja, top. Erste Ernte ist jetzt durch heute. Stimmt, hat heute auch den ganzen Tag geregnet. Also ich habe tatsächlich heute Mittag im Regen gearbeitet und Kühe gekauft. Es ist generell heute sehr düster hier, sehr bewölkt, neblig. Ja, ist schon krass, was das ausmacht hier auf der Ellerbach, ne? Ja, hier, liebe Leute, das liegt ein bisschen daran, das konnte der Christian nicht so richtig sauber mähen, weil ich habe den Helfer fahren lassen und den das machen lassen mit dem Ansäen, spät in der Nacht einmal. Und das passiert dann direkt, wenn ihr den Helfer sowas machen lassen, dann fährt er einfach mal mit der Soja-Sämaschine hier quer durch den Hafer. Ja, dann müsstest du den Zuschauern eigentlich auch mal das Feld oberhalb davon zeigen. Oben die 56. Ach, du Schande, sieht das Feld scheiße aus. Wieso hat es damit passiert? Und das war keine Helfer. Das war kein Helfer. Aber Ansel mitten in der Nacht mit. Mit dieser Spurgeschichte. Genau. Ja, das sieht auch gruselig aus. Das ist immer das Problem mit dem guten Personal. Ja. Dann musst du schon mal eine Nachtschicht einlegen und dann nur Scheiße. Ja, gut, Christian, dass wir hier keinen Chef auf dem Hof haben. Der würde uns wahrscheinlich auch achtkantig runterschmeißen. No.
Also Dieter hätte uns schon längst gefeuert. Definitiv. Und womit? Mit... Naja, das sagst du. Also Willi hatte ich glaube ich auch nur noch da, damit du, damit was geschafft wird. Sonst hätte er dich auch schon runtergeschmissen. Der Sebastian ist nur das Alibi für das mehr Geld auf dem Konto. Ja, ich, für die zweimal auf dem Hof. Ja, jeder hat seine Daseinsberechtigung, ne? Richtig. Ich höre bei Willi ständig immer nur, oh, wo ist denn das Gewicht? Oh, wo ist das denn? Und das ist schon wieder weg. Oh nein, war Sebastian hier? Das Gewicht steht meistens im Heu. Oder auf irgendeiner Wiese unter irgendeinem Zaun festgeklemmt. Mhm. Da verliert man es schon nicht, weißt du? Und wenn ich suche, weiß ich, wo es ist. Ja, das ist richtig. Ne, nur ein Genie findet sich im Chaos zurück. Ja, wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen, ne? So, bitte. Wie war das? Ich räume erst auf, wenn das WLAN-Signal nicht mehr durchkommt. Das ist auch schön, die kannte ich auch noch nicht. Wer hupt denn hier? Ich hab gegrüßt. Ach so, das war ein Grüßen. Ich fühle mich immer direkt so angegriffen, wenn einer hier... Ha. Wie ist es denn mit meiner Lautheit jetzt so? Jetzt bist du wieder leise, jetzt müsste ich dich wieder lauter drehen. Ich habe nämlich jetzt mal mein bei fliegendes Mikro leise gedreht, da ich mein Headset ja nicht lauter kriege, habe ja. Ich diesmal leiser gedreht. Also wenn du mich jetzt irgendwann mal zwischendurch einpegelst, dann könnte es ja dann für beides passen, ohne dass du mitten drehen musst. In der Aufnahme, mitten in... Ja, das machen wir alles, da sind wir auch nicht so hart, ne, das... Bei anderen YouTubern wäre da natürlich der Tod gewesen. Aber wir sind Menschen. Wir haben Spaß abends. Wir dürfen das auch während der Aufnahme machen. Deswegen können wir auch synken. Außer es ist gerade eine Minute vor Ende oder so. Und dann synke ich jetzt. Sebastian? Ach, jetzt auf einmal? Technisches Gefrickel hat immer Vorfahrt. Weißt du doch. Stimmt. Ja, oder hast du bloß noch mal 2 Minuten? Wie lange haben denn die Zuschauer? Also 3-4 Minuten haben sie noch. Sync mal, komm mal rein. Ist doch schön, wenn du dabei bist. Hast du dich umentschieden? Oder bist du schon fertig mit deiner Hofbauerei? Ne, ich dachte, nachdem ich die Schelte hier abgekriegt habe, dann muss ich mir auch blicken lassen. Das war... hat's doch was gebracht. Und wir haben schon gedacht, er wäre gänzlich... gänzlich unantastbar in die Richtung. Das wird böse, das wird böse. Christian, ich weiß, wo du gleich hinfliegst. Ja, ich weiß das auch schon. Dann halt doch einfach jetzt die Bremse fest. Bei mir in die BGA fällt er gleich rein. Ja. Blub. War, er hat zum Glück die Lagerballen geladen, das ist kein Problem. Genau. Aber deine BGA ist doch noch gar nicht gekauft, oder? Hast du die schon gekauft jetzt? Glaube ich gleich, Achtung. Direkt in einer... Ui, saubere Bremse. Direkt in einer Linkskurve, in dem Moment, wo der Arsch hinten weggehen will, ne? Dann kommt die Synchro. Ja. Mario, du musst drei Bäume neu pflanzen bei dir oben. Da hat bei mir 2 kaputt gefahren. Warum muss ich die bei mir pflanzen? Wohin, dass sie bei mir weg sind? Nee, die stelle ich bei dir genau auf den Hof. Mitten auf dem Hof. Da mache ich so eine kleine Erdkohle und dann kommen da neue Bäume rauf. Wir müssen noch Richtfest feiern. Hoferrichtung. Mike hat auch gar keinen ausgegeben. Das stimmt. Wir hätten da noch eine Birke lieber mitbringen können. Wie viel lassen wir? Das Video mit der Birke kenne ich. Du, Mike, das ist kein Problem. Sag nur Bescheid. Dann ich schneide den Frontlader hier an, bring die Birke mit. Machen wir ein bisschen Tamtam drum. Genau. Da seid ihr euch wieder einig, komischerweise, gell? Ach, wir sind uns immer einig. Ich finde, das läuft hier super. Das stimmt, ja. Du, Christian? Ja. So wie die Preise gerade für Stroh laufen, ne? Ja. Ich würde, also ganz ehrlich, ich bin gewillt, das hier leer zu fahren. Und wenn du gleich mit dem Stack noch frei bist, dann würde ich fahr aus dem Strohballenlager auch direkt noch was weg. Ja. Aber die passen nicht in das HKW rein. Ah. Aber der andere Verkaufspunkt ist, glaube ich, auch nicht schlecht im Preis im Moment. Die sind beide gut, ja.
liegen beide momentan ja 88 oder 81. Ja. Also 81 ist für Stroh auch ein guter Preis. Ja, dann fahre ich zum Quaderballenlager. Ja, und wie gesagt, unser Silo können wir auch gleich mal eine Runde leer fahren, würde ich sagen. Also so, ja, müssen wir mal gucken, wie lange ich hier für 2000 Euro fahren möchte, aber... Was ich so schade daran finde, ist, dass das Silo so langsam auslädt, wenn du mit dem Anhänger drunter stehst. Ja, das stimmt, da kannst du eigentlich nicht. Aber das Problem ist, den anderen können wir hier nicht abladen lassen, ne? Gibt's denn... Was musst du stöhnen, Sebastian? Die Handbremse war angezogen. Ja. Wie sich das gehört. Ja, Papa. Wie löse ich die Handbremse? Bei mir mit Ö. Weiß ich nicht, wo die sonst sind. Ich auch mit Ö. Ah ja. Wir hätten sonst auch einen kleinen Krampe Bandit. So einen Rollbandablader. Also ne, haben wir nicht, aber könnten wir mal überlegen. Willst du weiter dreschen? Mir ist das egal. Den gab es doch auch von Bonecrusher, oder haben wir den gar nicht drin? Sag mal, haben wir die Anhänger von Bonecrusher gar nicht drin, die Krampe-Trailer? Nee, weil der Bedarf bestand vielleicht. Das scheint so. Es scheint fast so. Dann würde sonst nur noch der... Was ist denn hier mit dem Shootmarker? Das ist auch ein... Das ist aber kein Bulk, ne? Was wäre denn ein akzeptabler Rapspreis? Der Raps muss, glaube ich, auf 1,3 Minimum gehen, weil der Ertrag so niedrig ist. Das Problem ist, wir haben da Soja stehen, Willi. Ja, aber wir haben ja auch noch Raps im Bunker. Und der Rapspreis war halt schon gut. Der ist bei 1,2 steigend. Das ist ja nicht schlecht. Ein ganzer Hänger voll, ha? Ich glaube, ich bringe mal zwischendurch den Hänger Raps weg. Ja, krass, dann ist jetzt heute richtig viel zum Wegfahren. Ne? Ich habe heute Morgen ja schon Hafer gefahren. Ich weiß nicht, wo steht denn der Hafer jetzt aktuell? 1000. Auch noch. Ja, ist okay, aber es ist nicht schlecht, aber auch nicht gut. Aber. Ja, 793 und 961. Ja, dann ist doch gut, dass ich ihn heute Morgen mal weggefahren habe. Die Kohle brauchen wir. Fällt er? Aber du hast jetzt keinen weiteren Hafer weggefahren, ne? Ich hatte gedacht, so für die Pferde macht es Sinn, wenn wir noch ein bisschen was im Lager haben. Genau, ein Anhänger steht noch auf dem Feld mit Hafer. Ja. Da müssten irgendwie 20.000 Liter drin sein. Ja, das ist doch gut, da kommen wir da erstmal weiter mit. Ist denn schon was aufgefallen, Sebastian? Wo du da gerade stehst. Da ist ein Baum weg. Ja, so was, ne? Aber der Stumpen ist noch da. Wieso? Weil ich den mit der Säge weggemacht habe. Oder hast du irgendwo eine Stumpenfräse rumliegen bei uns auf dem Hof? Der Händler hat so viel, dass es verleiht. Eine Handstumpenfräse. Kommt der Sebastian nicht auf die Karte und trägt hier und dicke Hose. Was denn? Für zwei Stumpen miete ich aber keine Fräse. Ja, muss gespart werden hier. Ja, wir haben sie nicht so dicke. Richtig. Wir auch nicht. Müssen bei Dieter müssen wir Geld abholen. Ich glaube bei Nico und Marcel, da. Ja, stimmt, da ist auf jeden Fall der Krösus zu Hause. Wieso ist das der Krösus zu Hause? Ja, ach, du darfst das gerne. Tuschelt ja immer so ein bisschen für euch.
Und danach habt ihr auf einmal wieder 100.000 mehr, die ihr verstecken müsst in irgendwelchen neuen Gerätschaften. Ich weiß doch Bescheid, wie das läuft. Ja, natürlich, ja. Wir tuscheln überhaupt nicht. Wenn er jemand tuschelt, ist es andere Leute. Was? Die tuscheln die ganze Zeit. Guck mal, wie er gleich angegriffen ist, gell? Ja, ja. Zack, auf einmal sind sie in einem anderen Discord-Channel. Ja, ja. Das stimmt überhaupt nicht, nee, gell? Das stimmt. Die tuscheln tatsächlich hier im Channel. Wahrscheinlich haben sie eine eigene WhatsApp-Gruppe noch. So, sowas wie, na, Nico, hast du gesehen, was wir jetzt gleich, was wir jetzt noch anbauen müssen? Hast du gesehen, was wir jetzt verkaufen müssen? Ach, schön. Meinst du, das kriegst du da rein, Christian? Ja, lad du erstmal ab. Ne, ich würde mir das gerne angucken. Das machen wir als Abschluss, für die Zuschauer jetzt hier. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, liebe Zuschauer, ich ahne, dass das mit Realismus herzlich wenig zu tun hat, was da jetzt passiert. Also ich bin eben oben am Dach stecken geblieben. Aber das wird super. Wisst ihr was? Wir machen sogar den Traktor aus dafür, um uns das anzugucken. Ich habe Angst, das wird voll buggy. Das fliegt hier alles gleich durch die Gegend. Konnten wir eigentlich das Problem mit dem Verkehr lösen? Nein, wir haben im Moment keinen KI-Verkehr. Hast du abgeladen, oder? Ja. Ja, liebe Leute, wir... Achso. Hilfe. Kann einer die Feuerwehr rufen? Okay. Ah, er fällt runter. Guck mal, er kommt runter. Aber da kriegst du den auch nicht wieder runter, denke ich. Der Boot unter den Füßen. Das Coolste eigentlich ist, dass keiner jetzt mehr an den Abladeträger kommt. Liebe Zuschauer, ich habe keine Ahnung. Wir werden es wahrscheinlich auf unrealistische Weise lösen müssen, was der Christian hier gedaddelt hat. Versuch war wert. Ja, ich nehme hier jetzt die Kettensäge und dann werden wir erstmal den Unimog da von dem Gerät trennen. Und ja, wie gesagt, sofern wir spielen realistisch, sofern es uns möglich ist und der fortgeschrittene Abend uns die geistige Fähigkeiten dazu noch verleiht. In diesem Fall ist es nicht so. Liebe Leute, wollt ihr euch auch noch verabschieden? Tschüss. Tschüss. Alles Gute, bye bye und ade. Und liebe Leute.